Willkommen beim Gartenrundgang Juli-August 2021 im Rigotti-Garten. Und es blüht so wunderschön. Hier hinter mir zum Beispiel die blaue Wegwarte. Ist die nicht herrlich? Ich blende euch mal während des Videos 10 verschiedene Blüten ein, die ihr erraten sollt. Schreibt's mal bitte in die Kommentare rein von Nummer 1 bis Nummer 10. Vielleicht erkennt ihr ja welche. Und jetzt Film ab. So, das ist Blüte Nummer 1. Dürfte nicht allzu schwer sein, denn wächst hier alles voll am Teich damit. Wunderschön. Heute mal ohne Hut, aber mit Mickey Maus auf dem Kopf. Denn ich habe hinter mir eine ziemlich laute Maschine. Das ist mein Einachser und vorne dran montiert der Mähbalken. Und damit mähe ich hier meine Wiese im Grundstück. Denn ich lasse ja immer alles sehr lange stehen, wie ihr seht. Und es blüht auch wunderschön aus. Hier, Malve müsste das sein, da. Alles voll mit Blüten. Viele nennen es Unkraut. Für mich sind es einfach ein Blütenwahnsinn. Und das ist toll für die Insekten. Und schaut mal, wer hier ist. Auf der wilden Karte der Schwalbenschwanz. Ist das nicht toll? Ein großer Schmetterling ist recht selten geworden. Ist das nicht ein wundervolles Tier? Das ist ein Schmetterling, ein Tagfalter. Kann bis zu 7,5 cm Spannweite haben. Also richtig groß. Und einfach wunderschön. Letztes Jahr habe ich ihn gesehen, hier auf meinem Fenchel. Ja, nicht den Schwalbenschwanz, aber die Raupe davon. Und der hat sich den schmecken lassen. Wenn ich ihn dieses Jahr wieder sehe, werde ich ihm auch hier wieder was stehen lassen, damit er sich verpuppen kann, damit er was zum Fressen hat. Ein Schwalbenschwanz, also ich bin stolz wie Bolle. Blüte Nummer 2, so hübsch sie ist, die dazugehörige Pflanze, ich hasse sie. Und jetzt mähe ich die hohe Wiese hier hinter mir, denn dann haben auch die anderen eine Chance, noch mal durchzukommen. Und das, was jetzt groß ist, das hat ausgesamt. Und ich bin froh drum, um so viele Insekten hier. Schaut mal, wie es früher aussah. Es war eine Kieswüste und mittlerweile ist es für mich aus meiner Sicht ein Traumgarten. Andere werden sagen, ja, es ist eine Unkrautwiese. Die ganze Aktion filme ich außerdem im Schnelldurchlauf. Wenn ihr mal genau schaut, ihr seht die Leiter und ganz oben auf der Leiter, da seht ihr eine Kamera montiert und die nimmt das jetzt auf. Viel Spaß! Und los geht's. Starten der Maschine. Es macht schon Spaß mit so einem Balkenmäher, weil der einfach auch gleich 1,20 Meter Breite hier mähen kann. Natürlich muss man es später dann auch noch mal mit dem Rechen aufnehmen, das ganze ungemähte Gras. Aber ich lasse es erst ein bisschen auf der Wiese trocknen. Hier nehme ich mir meine Kamera und mache die Aufnahmen von vorhin. Luzi ist natürlich immer dabei und habe auch eine Kopfkamera. Die ziehe ich mir hier auf und dann seht ihr mal die Aufnahmen aus meiner Perspektive. Hier wieder von der Dachkamera und mal ein bisschen schneller im Schnelldurchlauf. Vorne und hinten im Garten. Rückwärtsgang. Hier sieht man mal, was echt nervt. Häufig wickelt sich das Gras um die Räder und um die Achsen. Dazu gibt es extra so einen Wickelschutz für die Maschinen. Muss ich mir endlich mal anbringen hier. Und hier sieht man auch, was nervt. Die Maschine wackelt unheimlich in der Hand. Deswegen habe ich mir auch diese Blase geholt an der Handinnenfläche. Vielleicht weiß einer von euch, was man da mal machen kann, dass die etwas ruhiger läuft. Hier sieht man Blüte Nummer 3. Dunkle Wolken am Himmel, nicht jeder Tag kann schön sein. Gestern haben wir die Wiese gemäht und es sieht schon deutlich besser aus. Hier seht ihr eine Gurkenpflanze und einen Kürbis. Unglaublich, was steht hier? Das Metallhochbeet, von dem ist kaum noch was zu sehen. Da sieht man es ein bisschen rausschauen. Richtig toll zugewachsen. Dahinter die Wiese, die wir gestern gemäht haben mit dem Balkenmäher. Aber da hinten, da sieht es noch ziemlich unordentlich aus. Und wir haben ja nächste Woche das Garten-YouTuber-Treffen. Und hier wollen wir einen Livestream machen dann, wenn es soweit ist. Ich hoffe, ihr seid dabei beim Livestream mit allen Garten-YouTubern. Freue ich mich schon drauf. Das soll hier stattfinden.
Das heißt, hier muss ich noch sauber machen. Hier wuchsen meine Himbeeren, Brombeeren. Da hatte ich einfach nie Glück. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich glaube aber, ihnen passt einfach der Platz hier nicht. Die kommen woanders hin. Das heißt, ich werde die Pfähle hier wegmachen, den Zaun wegmachen und hier ordentlich mähen. Da haben wir hier eine schöne Gruppe für den Livestream. Blüte Nummer 4. Schaut mal, wie irre hoch schon die Sonnenblumen sind. Sie stehen schon in der Blüte. Was heißt schon? Ne? Also es ist ja alles deutlich später dran dieses Jahr. Ganz klein noch diese Blüten. Aber hochgewachsen sind sie. Es gefällt ihnen hier gut. Ich habe sie angebunden, weil sie knicken sonst um. Und wir hatten ja schon einige starke Winde. Und sie haben es aber alle gut ausgehalten. Auch der Mais steht schon hoch. Kolben sieht man noch nicht. Aber auch der wächst schön und kräftig. Bei den Erdbeeren kann man immer wieder durchgehen und ernten. Sie wachsen wunderschön hier ran. Die Früchte sind zwar klein, aber kleine Früchte, viel Geschmack. Diese wunderschönen, großen, fetten Erdbeeren, die wahnsinnig gewässert sind. Sie sehen wirklich hübsch aus, schmecken in der Regel aber nach nichts. Jetzt probiere ich die mal. Ja. Man hat auch ein bisschen was zu kauen. Sie sind nicht richtig hohl innen wie manche, sondern sie haben Fleisch und sie haben einen unheimlich kräftigen Geschmack. So liebe ich Erdbeeren. Hier nochmal zurück beim Hochbeet. Die Pflanzen wachsen hier außerdem nur noch deswegen, weil ich jeden Tag durchgehe und Schnecken raussuche. Es ist echt die Hölle. Dieses Kupfergewebe hier, ja, das hilft so gut wie gar nichts. Man kann es hier schön erkennen. Die Schnecken, die schleimen hier einfach drüber. Jetzt schaut euch mal von dem Kürbis, den ich hier an Rand gesetzt habe, an. Was für eine riesige Blüte. Drei Bienen tummeln sich drin. Wahnsinn. Blüte Nummer 5. Die. Jetzt fängt es gerade an zu regnen, aber ich zeige euch noch diese wunderschönen Bohnen, die ich hier gepflanzt habe. Das sind diese großen weißen Kerne, die liebe ich total. Die ranken hier hoch, dieses Gitter, und sie sind schon fast oben angelangt. Freue ich mich drauf. Und bevor Kamera und ich nass werden, gehen wir ins Gewächshaus. Ich bin hier im kleinen Gewächshaus und hier eine schreckliche Entdeckung gemacht. Wenn ich mir die Blätter so anschaue, diese Flecken, das sieht mir sehr nach Braunfäule aus. Überall. Und ich muss sagen, kein Wunder, es ist so feucht, so nass. Klar, im Gewächshaus kommt von oben keine Feuchtigkeit, kein Regen drauf auf die Pflanzen. Aber man sieht es hier schön, sie können jetzt nicht abtrocknen. Hier sind überall Tautropfen dran. Das ist auch völlig normal. Aber normal wäre Sonne, wenig Luftfeuchtigkeit. Und die Luftfeuchtigkeit ist natürlich auch in so einem Gewächshaus drin. Wichtig ist, dass die Pflanzen luftig stehen und so gut abtrocknen können, dass der Wind durch kann. Deswegen immer hinten und vorne offen. Wenn ihr Fenster habt im Gewächshaus, immer die öffnen. Und zwar Tag und Nacht, dass immer der Wind durch kann. Ich habe gerade eben ein Video gesehen vom Tomatenflüsterer, vom Thomas. Der hat seine Pflanzen behandelt mit Natron, mit Backpulver. Funktioniert bestimmt gut, er hat damit Erfahrung. Ich möchte euch empfehlen, ein Video vom Kleverhof, was die zu Braunfäule sagen. Video dazu verlinke ich euch da oben in der Ecke. Das sind Profis, die wissen, wovon sie reden. Schaut es euch mal an. Oh, was freue ich mich aber schon auf die Tomaten. Schaut mal hier, Blush Tiger. Hier die Sorte Polarlicht. Black Truffle und so weiter. Aber jetzt fängt es doch stark an zu regnen. Ich renne mal unters Scheunendach, bevor ich ganz nass werde. Ja. Wir haben ja bald das Garten-YouTuber-Treffen.
Da werden wir abends hier sitzen und speisen zusammen. Hier kommt ein riesiger Tisch rein. Die ganzen Maschinen, Bandsäge und Drechselbank und alles, was hier rumsteht, kommt hier raus. Dann kommt da eine große Tischplatte rein. Die stehen hier. Da werden wir sitzen und speisen. Wir kochen ja den ganzen Tag zusammen. Hoffentlich viel im Garten, im Haus, hier in der Scheune. Mal schauen, wie es geht, wettertechnisch. Es ist ja nicht allzu gut angesagt. Drückt uns die Daumen, damit wir ein gutes Wetter haben. Blüte Nummer 6. Dann werfen wir noch einen Blick ins große Gewächshaus. Auch hier sieht es mit diesen Flecken nicht besser aus. Da kriegen sie schon diese braunen, typischen Stellen. Wassermelonen noch winzig klein. Dafür, schaut mal her, die Auberginen wachsen schon schön ran. Chilis sind auch groß geworden und werden auch schon rot. Und hier ganz toll meine Mini-Honigmelonen. Denen gefällt es dieses Jahr anscheinend. Die werden schon schön groß. Schaut mal her. Überall sind sie versteckt. Richtig toll wachsen dieses Jahr auch die Gurken. Da muss man ständig rein jetzt und abernten. Schaut mal, hier hängt eine. Ah, ist das nicht toll? So was Schönes und Frisches aus dem Garten. Ah, ich liebe das. Wenn jetzt bald die Tomaten hoffentlich reif werden, dann gibt es einen Gurken-Tomatensalat. Zum Nachtisch dann Honigmelone oder Wassermelone, wenn sie reif werden. Dazu immer Basilikum hier in Rot oder in Grün. Der wächst ja überall zwischen meinen Tomaten. Hier als Strauchbasilikum. Aber bis es soweit ist, dauert es noch ein bisschen. Ha, hier noch. Mein Knoblauch habe ich ja schon abgeerntet. Hier sieht man die Ernte. Ein französischer Knoblauch. Sieht toll aus. Da habe ich jetzt Kohl hingepflanzt. Dieses Jahr will ich wieder Sauerkraut machen. Letztes Jahr habe ich ja gar keinen gemacht. Hier steht noch Knoblauch. Der kann jetzt auch raus. Der ist jetzt oberirdisch einigermaßen schon trocken. Das heißt, der müsste jetzt reif sein und kann raus. Das ist außerdem der Vallelado. Restliche Ackerbohnen, das sind die Schoten hier. Die lasse ich hängen, trocknen. Das gibt es Saatgut für nächstes Jahr. Langsam, aber doch stetig wachsen hier auch die Physalis. Süßlupinen, die Schnecken lieben sie. Aber sie haben es dann doch fast alle geschafft. Aber hier sieht man doch den extremen Schneckenbefall in der Nacht. Schleim drauf, weggefressen. Und die ersten Schoten sieht man auch schon. Und was ich dann aus den Süßlupinen mache, zeige ich euch. Also bleibt dran. Jetzt gehe ich aber rein. Jetzt regnet es schon wieder. Regen ist ja gut. Ganz wichtig, ohne Regen hier kein Leben im Garten. Hat man die letzten 2 Jahre gesehen, es war so wahnsinnig trocken. Dafür ist es dieses Jahr einfach doppelt nass. Mit dem Gartenrundgang mache ich weiter, sobald es wieder etwas schöner geworden ist. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Blüte Nummer 7. Also das ist schon so das schlimmste Schneckenjahr, das ich kenne. Und mit dem Absammeln, es hat einfach keinen Wert mehr in den Mengen. Deswegen... Ich weiß, ihr werdet mich hassen, aber zerschneiden ist, glaube ich, eine ganz schnelle Art. Sie sterben schnell. Und außerdem, wenn ich ein paar Minuten später an der Stelle wieder vorbeigehe, dann sitzen schon 2, 3 andere Schnecken wieder auf der und schlabbern die auf. Das heißt, das Tier ist nicht verloren. Und die Schnecken, die die wieder fressen, die gehen schon wieder nicht an meinen Salat, weil sie dann hoffentlich satt sind. Ja, bei der Menge an Schnecken dieses Jahr, wie sieht's bei euch aus? Ich komme nicht nach. Schaut euch allein mal die Kartoffeln an.
Die könnten schon doppelt so groß sein. Und wenn man die Fraßbilder hier anschaut, natürlich haben die dann keine Energie mehr hier, die Pflanzen. Es ist unglaublich, was für Massen. Und ich will auch keinen Schneckenkorn verwenden, wie dieses Eisen-2-Phosphat oder 3-Phosphat, das ja igelschonend sein soll. Ja, aber es tötet halt auch die Weinbergschnecken und die Tigerschnägel. Deswegen kommt es bei mir eher nicht zum Einsatz. Ich habe es in der Not auch schon mal verwendet, aber dann lieber seht's mir nach. Schaut euch das an, so ein kleines Kartoffelpflänzchen. 1, 2, 3 Schnecken drauf. Bis heute Abend ist die Kartoffelpflanze aufgegessen. Blüte Nummer 8. Ja, dieser unglaublich viele Regen und die feuchte Luft, die wir in den letzten Tagen und Wochen hatten hier, das begünstigt halt unglaublich diese Pilzkrankheiten, sei es an den Tomaten, an den Gurken oder draußen an den Melonen. Die sind alle sehr anfällig dafür, auch die Kartoffeln. Und jetzt muss ich einfach hoffen, dass das Wetter schön bleibt, dass die Luftfeuchtigkeit ein bisschen runtergeht, dass es hier drin trockener wird und dann haben es die Pilze nicht so einfach, sich zu vermehren und zu wachsen. Ein Tipp von mir, wenn ihr Probleme habt mit Pilzkrankheiten oder überhaupt mit Krankheiten an den Tomaten, baut nicht die großen Sorten an, wie hier die Ananastomate, sondern konzentriert euch auf kleinere Sorten wie hier. Das ist die Black Cherry. Da oben werden sie schon reif. Wunderschön, schaut euch die große Traube an. Oder hier Eva's Sweet White, eine noch kleinere Tomate. Aber dafür ist es einfach sicher, dass die reif werden und gesund wachsen, weil ihr sie einfach schnell abernten könnt. Blüte Nummer 9. Und weil wir hervorhaben, den Livestream im Garten-YouTuber-Treffen ganz da hinten bei der Mauer zu machen, habe ich mir ein 50 Meter langes Cat7 Ethernet-Kabel gekauft, damit wir da hinten auch Verbindung haben, eine stabile Verbindung. Und ich möchte noch Danke sagen an denjenigen, der mir hier diesen Unkrautstecher zugeschickt hat. Vielen lieben Dank. Ist natürlich gut, sowas habe ich schon, aber nur mit einem kurzen Griff. Der hier hat einen deutlich längeren. Vielen lieben Dank von Pia für super Getreidekaffee von Naturata. Den trinke ich immer total gerne, mag ich sehr gern. Es muss nicht immer echter Kaffee sein. Dann habe ich noch ein wunderschönes Bild bekommen. Schaut mal her. Da möchte ich auch ganz herzlichen Dank sagen. So schön, wie ihr immer den Rigotti malt. Mit Geschenken. Und Luzi ist natürlich auch mal dabei. Und ich habe noch einen Kirschbaum zugeschickt bekommen. Und ich schätze, es ist von der lieben Christina. Vielen lieben Dank. Ein Süßkirschenbaum, den werde ich mir einpflanzen, denn der alte, der kommt weg, der hat einfach keine Chance mehr. Jetzt sage ich Tschüss, ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, ihr seid die Besten. Es macht so viel Spaß, für euch die Filme zu machen, für euch sie zu schneiden und zu bearbeiten. Ich hoffe, euch gefällt's. Wenn ja, dann zeigt es mir doch gerne mit dem Daumen rauf. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Sonntag ist Rigotti-Tag, Mittwoch ist Rigotti-Tag. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti. Bleibt mir treu. Und Blüte Nummer 10.